Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Orksmastei 3. Und heute habe ich es richtig erzählt. Zum Glück, denn der Alex ist ja auch mit am Start. Und der hätte mich jetzt sonst wieder ausgelacht, wenn ich es wieder falsch ausgesprochen hätte. Hallo Alex. Als ob ich einen Grund finden müsste, um dich auszulachen. Das machst du immer richtig, ja. Heute machen wir was ganz Besonderes. Wir haben ja die Kampagne haben wir schon durch und wir haben auch ein paar Wochen-Challenges schon gemacht. Heute gibt es noch mal einmal den Chaos-Modus. Den haben wir bisher in, ja, zumindest mal in einer Folge noch gar nicht behandelt. Der Chaos-Modus, das sind so 5 Karten hintereinander geschalten und jedes Mal müssen wir mit einem Debuff zurechtkommen und nach jeder Karte kriegen wir zusätzlich auch noch einen Buff dazu. Das heißt, alles wird ein bisschen durcheinander gewürfelt und ja, man weiß am Anfang nicht so wirklich, was rauskommt. Ist wie mit der Pralinschachtel. Oh ja, die berühmte Pralinen-Schachtel. Bist du bereit? Warte, ich würde noch... Ja, bin bereit. Du bist bereit. Ich habe jetzt noch mal die Feuerfallen gekauft. Die fand ich in den letzten Herausforderungen fand ich grandios. Okay. Die so, wir haben Klippe. Natürlich jetzt auch ein bisschen Zeit und wir haben jetzt auch wieder die Möglichkeit, selber den Loadout anzupassen. Genau, damit müssen wir dann aber... Vielleicht sollte man noch erwähnen, was der Chaos-Mode ist. Hab ich doch gerade, oder? Hast du? Mit 5 verschiedenen Karten und... Oh Gott, ich bin echt... Buff und Debuff und ich, so. Ich war im Menü festgehangen, entschuldige. Ich war nur mit einem Viertelohr dabei. Du hörst mir gar nicht zu. Ja, immer. Ja. So was, achso, wir haben ja freie Wahl der Waffen, ne? Ja, mal gucken. Ja. Ich hab, glaube ich, noch den Loadout drin, den ich beim letzten Mal, als ich den Endlos-Modus irgendwann nochmal probiert hatte, drin hatte. Den würde ich jetzt, glaube ich, so drin lassen. Der hat ganz gut funktioniert. Ja. Okay, haben wir irgendwas zum Wegschleudern, was interessant ist? Wahrscheinlich nicht. Wir haben hier wieder, ach, die Karte, das ist die, da kann man hier einmal dicht machen. Das mache ich dann auch. Da hier sowieso zweimal. Braucht, ja, okay. Das ist ja völlig uninteressant hier. So. Ich habe allerdings keine Kohle mehr, das heißt, du müsstest ein bisschen Schaden bereitstellen. Ja, könntest du die andere Seite vielleicht dicht machen? Ist köpfig gesprungen, oder? Ja, nein. Ja, aber da könnte ich die Fallen auch aufbauen, dass sie weggeschleudert werden. Auf der anderen Seite nicht. Ach so. Ja, yeah. Dann würde ich die das nicht nutzen. Ja, wenn ich die Sachen schon ausgebaut habe, wäre es vielleicht nicht schlecht, die auch einzusetzen. Ist ja gut. Ich habe schon dicht gemacht. Okay, pass auf. Ich nehme die Sägeblätter noch mit. Ich habe nicht noch gar nichts. Ich nehme das mal mit. Barrikaden, was ich da. Noch was für die Wand. Habe ich auch. Okay. Achso, Decke. Ich habe einmal so eine Eisfalle für die Decke, die... Und einen Deckenlaser habe ich. Den Deckenlaser würde ich nachher auch gerne mal auspacken. Weil okay. Der Deckenlaser ist ziemlich krass. Dann nehme ich das Ding mit. Gut, dann baue ich hier schon mal Verteidigung. Jo. Hätte ich jetzt gesagt. Aber wie war das jetzt nochmal hier? Nee, hier. So, ja, den ersten das. Debuff, ich weiß gar nicht, ob ich den erwähnt hatte. Die Orks haben bei uns in der ersten Map jetzt mehr Leben. Ich glaube, das bezieht sich nur auf Ork-Gegner, nicht auf Trolle und Ogre. Ich hoffe es jedenfalls, ansonsten wird das auf jeden Fall sehr witzig. Das stimmt. Ja. Also ich bin bereit. Ja, ich auch. Darauf habe ich gewartet. Einmal Mitte, bitte. Einmal bitte zum Mitnehmen, bitte. Die Feinde bereiten sich darauf vor. Das ist ein Selbstbedienungsladen. Die Orks kommen zu uns. Voll mal daneben gesammelt. Okay, der Bogen macht irgendwie nicht mehr den Schaden, den ich gedacht hatte. Ja, ich wundere mich auch gerade. Irgendwie meine Waffe macht nicht den Schaden, den ich eigentlich erwartet habe. Ach ja, klar. Weil die Orks mehr Hitpoints haben. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Ich erzähl's gerade noch so und vergiss es dann direkt wieder. Wisst ihr, die Trolle geht nämlich noch ganz gut. Mehr.
Ach nee, weißt du, was ich mache? Ich baue die woanders in die Falle. Jetzt fast so viel aus wie ein Ogre. Ey, so wie du dann rumführst, da treffe ich ja gar nichts mehr hier. Ich guck gerade mal, wo die Sägeblätter hinfliegen. Der Orden wird beschützt werden. Na, ist denn da was auf den Kopf gefallen? Ein bisschen. Aua! Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Oh Gott. Wie konnte ich denn das jetzt versauen? Komm, Troll, 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 Troll. Ja, ja. Also, okay, bist ja da. Ich will auch mal ganz kurz einen Schluck vom Rift nehmen, um mich ein wenig hochzuheilen. So. Sie sind fast da! Tschüss. Ja gut, ich meine, bei den Wegschleuderfallen hast du natürlich einen Vorteil, das ist völlig egal, wie viele Hitpoints die Orks haben, ne, eigentlich. Ja, richtig. Halt, da ist noch ein Versprengter. Aber so, Ich glaube, ich baue das da lang. Ich hätte da mal einen Wunsch. Da kommen weitere Feinde! Das war darin nie so gut wie ich. Achso, ja, reicht nur für einen. Weißt du, ob diese Spreng-Dinger kommen? Nö, weiß ich nicht. Das könnte nur interessant werden. Werden wir sehen. Wann schießen sie denn los, so Ding? Das kann ich nicht tun. Irgendwie kriegen wir wenig Kohle, gerade habe ich das Gefühl. Ja. Nein. Das ist so ungewöhnlich, wenn ich mit dem Bogen eigentlich meine Salven losschicke, dann fallen die Viecher halt eigentlich auch, die Großen. Und jetzt wollen die noch eine extra Portion. Nachschlag. Ja. Ja, aber wir sind ja sehr, großzügige Menschen, ne, kriegen sie halt den Nachschlag. Natürlich. Ich will mich nicht brüsten. Wunderbar. Aber okay, ich jetzt kann man denken, dass wir hier noch fertig machen. Ja, wobei, Moment mal. Stopp mal. So, so. So. Okay. Du hättest natürlich auch. Warte, achso. Du hättest natürlich auch ein bisschen noch helfen können hier mit der Barrikade. Hm? Hier, schau mal. Wo willst du denn hin? Achso. Einmal hier, da. So, und dann vielleicht noch da hier. Genau. Okay, perfekt. Dann kann ich ja hier die Sägeblätter reinlegen dann, ne? Richtig, genau. Das habe ich nämlich sonst auch immer gemacht hier, zuletzt. Das ist eine schöne Todeskombination. Alles klar. Oh Gott, das sind 7 Wellen. Ja. Da kommen weitere Feinde! Achso, Moment, links und rechts jetzt. So. Wie links und rechts? Ach, da kommen auch noch welche! Wo kommt die denn her? Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Also man hört ja auf jeden Fall, die explodiere hört man ja dann so ein bisschen. Falls da was kommt. Ach was, ich komm zu dir. Ja. Ja, bitte. Bin doch schon da! Ja, ist natürlich alles noch work in action, under construction, besser gesagt. Ja, ja, wir müssen noch was noch verlangsamen rein. Wir müssen noch ein bisschen hier ausglühen, dingsen. Wartet nur, bis ich mehr Mana habe. Na, wenigstens machen die Headshots noch schön Schaden. Oh, oh. Sind oh, ja. Oh, oh, ist cooles Oh. Ja, jetzt macht mal keinen Geschiss drum. Ich arbeite dran. Unserem Rissraum sind Feinde. Nein, nein, ihr Schweine. Nein. Sie sind fast da. Ihr Schweine-Ogre, Trolle, Orks. Gäbe es keine Mana-Probleme mehr.
Ja, das war ein Fehler. Ich habe da einen Fehler gemacht. Okay. Also da brauchen wir jetzt was zum Verlangsamen. Dann machen wir das hin, dann machen wir das hin. So. Wenn du da jetzt noch Kettenblätter, so Sägedinger reinbaust, dann haben wir da einen ziemlichen Todeszug. Wollen wir doch mal schauen, wie gut sie dadurch kommen. Besser geht's nicht. So, halt, ich könnte noch was bauen. Okay, so. Wir haben jetzt allmählich hier so eine kleine Todesecke. Todesecke gebastelt. Warum kriege ich nicht hier da unsere Schaden? Was schießt denn da auf mich? Ich glaube, das sind die Ambus Orks. Aber man sieht schon, das geht hier schon deutlich besser jetzt. So. Ja. Auf jeden Fall. So, ich hab noch was, Spaß für Orks. Was spürt der denn da? Eis. Ah. Tritt ein. Da ist wieder noch ein Mohikaner. Der will wieder durch die Wand. Ist aber nicht. Damit werden sie nicht rechnen. Achso, nächste Welle kommt eh automatisch gleich. Da kommen weitere Feinde! Mal nur so. Ist zwar nicht schön, aber funktional. Sickness war darin nie so gut wie ich. Bauen wir eine Verteidigungslinie noch auf. Mhm. Ach so, hallo! Na? Der Damenclub ist auch wieder anwesend. Ja! Ich denke, die sind da recht effizient jetzt. Und sich da eh alles stapelt. Können die da reinschießen? Ärgerlich, dass einer durchgeschlupft ist. Ein einziger bisher. Ist halt aber immer so, ne? Die ersten zwei Wellen, die sind immer die gefährlichsten. Ja, ja gut, aber wir haben ja in dem Chaos-Modus, das haben wir noch gar nicht erwähnt, über die fünf Maps, die wir spielen, insgesamt 100 Leben oder Orks, die durchkommen dürfen. Und naja, ich glaube, es lässt sich auch nicht vermeiden, dass wir da irgendwo mal einen durchlassen müssen. Ja, wahrscheinlich. Oh oh, oh oh, geh weg. Komm. Oh, oh, da flitzt einer. Eine Barrikade wird angegriffen. Lieber greifen ihr Barrikaden an. Unerhört. So. Kommen Sie mal ran hier. Das ist so einer. Der ist ein bisschen planlos. Der wollte wieder zurück durch den Eingang, glaube ich. Ja, der hat gesehen, was seinen ganzen Kumpels passiert ist. Alles bleibt unversehrt. So. Hm.
Ach so, die Pflanzen sind natürlich auch gar keine dumme Idee vielleicht. Ja, ich habe meine hellen Momente. Hm. Ja. Wird auch Zeit, dass wir loslegen. Da kommen weitere Feinde. Hm. Ich weiß noch nicht. Ich sehe gerade einen Decklaser. Ach, den hätte ich nicht so besser noch platzieren können. Da fliegen sie wieder hoch. Alle Orks, die fliegen hoch. Oh, da kommen sie auch schon wieder von der anderen Seite. Rollen mit Eisgeschmack. Umgekehrt. Nach was schmeckt eigentlich so ein Troll? Ich will es nie ausprobieren. Niemals. Ich werde nie an einen Troll lecken. Vielleicht kann man die auch braten oder so. Ja, genau. Ja, dann. Oh, warte mal, heile, 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 heile! Oh Gott! Ey, warum beam ich mich denn da hier zurück? Uiuiui, das ist immer ein knappes Nummerchen, du. Funktioniert. Ist das schön. Was ist denn Eisklumpen da vorne noch? Ah, da ist noch was. Nächste Welle. Jetzt können sie schneller kommen. Ja, ich bin noch nicht zufrieden mit den Fallen hier. Warte mal. Ich weiß nicht, ob es mit der Pflanze funktioniert. Ich glaube nicht. Die werden jetzt die Barrikade weghauen. Na egal. Die ist nicht so wichtig. Ne, die laufen durch. Ach, die laufen durch? Ja. Ach, das ist ja. Ach, das ist ja witzig. Da kann man die Pflanzen auch noch mit reinstellen. Oh, diese blöden Bogenschützen, ne? Das ist ja voll nervig. So, mal kurz auftanken. So, da kommt eine ganze Armee von Bogenschützen. Auch die müssen hier durch die Fallen. Sie greifen die Barrikade an. Scheiß macht ihr! Oh ja, da hinten. Naja gut, ist ja die letzte Welle. Ah ja, stimmt. Oh, hoppla, Heilung. Wenn das eh die letzte Welle ist, ne? Schwestern bekommen Vermehrung hier. Aber hallo. So. Der Mädelsclub hat eine stetig wachsende Anhängerschaft. Sie greifen die ich mag es, wenn jede Menge Pfeile durch die Gegend fliegen. Ey, da kommt doch einer glatt durch. Weg. Gibt's da. Huch, was war das denn? Das war ein Oger, ne? Ah, die haben die Barrikade kaputt gemacht. Können wir Abhilfe schaffen? So, wo sind die Versprengten? Da ist einer.
Easy! Das war Karte Nummer 1. Rang 1. So, jetzt kann ich auswählen. Als Buff verringert die Fallen aller, die Fallenkosten aller Fallen. Spieler hat konstanten physischen Flächenschaden oder erhöht sämtliche Fallenkampfwaffenschaden. Ich würde sagen, wir verringern die Fallenkosten, oder? Aber auf jeden Fall. Okay. Ja, wollen wir da jetzt eine Pause machen? Ich meine, sonst wäre eine sehr lange Folge. Ja, das wird eine sehr lange Folge. Das ist richtig. Deswegen machen wir beim nächsten Mal einfach weiter. Und ja, ihr seid uns weiterhin gewogen. Und beim nächsten Mal gibt es die Karte Nummer 2 dann mit den verringerten Fallenkosten. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.